Zweckverband Jena Wasser hat in den vergangenen Wochen neue Trinkwasserhauptleitungen in der Karlaischen Straße verbaut. Die Besonderheiten sind zum einen das enge Zeitfenster, um die Leistungen hier fertigzustellen. Das hängt mit einer Folgemaßnahme zusammen, die von der Stadt ab Ferienbeginn anfängt. Zum Zweiten haben wir hier das Baufeld in zwei Abschnitte teilen müssen. Wir haben 200 Meter Hauptleitung unter halbseitiger Sperrung verlegt, den Verkehr für eine Richtung aufrechterhalten und sind jetzt in dem Abschnitt seit anderthalb Wochen, wo die Kreuzung hinter uns vollgesperrt ist, und legen dort die letzten 50, 60 Meter Hauptleitung. Im nächsten Zuge kann die Leitung angebunden werden und die versorgten Häuser wieder auf diese Leitung aufgebunden werden. Die Baumaßnahmen an der Karlaischen Straße stehen in Zusammenhang mit dem Wasserversorgungskonzept für Jena. Denn die neuen Trinkwasserhauptleitungen sollen künftig das Wasserwerk in Burgau mit dem neuen Hochbehälter im Rautal verbinden. Das Wasserversorgungskonzept ist im Prinzip ein Leitfaden. In unserem Fall ist das ein Leitfaden für die zukünftige oder für die Entwicklung oder die Sicherung der Wasserversorgung in der Stadt Jena und im Zweckverbandsgebiet Jena Wasser für die Jahre bis 2040. Das heißt, Ziel dabei ist eine möglichst hohe Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung der technischen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen. Der neue Hochbehälter im Rautal hat ein Fassungsvermögen von 6 Millionen Litern Wasser und ist damit der zweitgrößte Trinkwasserspeicher Jenas. Er wird künftig rund 13.000 Haushalte, unter anderem in Jena Nord, Jena Ost und Jena Zentrum, mit Trinkwasser versorgen. Dies entspricht rund einem Fünftel der Hausanschlüsse von Jena Wasser. Aufgrund des neuen Standortes für den Hochbehälter wird sich künftig der Wasserdruck in einigen Haushalten ändern. In den vergangenen Jahren hat der Zweckverband Jena Wasser bereits vorsorglich rund 15 Kilometer Leitungen ausgetauscht, damit das Leitungsnetz bei der Umstellung auf den neuen Hochbehälter stabil und sicher bleibt. Der neue Hochbehälter ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes 2040 für Jena. Der Zweckverband Jena Wasser hat bereits weitere Maßnahmen geplant. Das ist ein erster Schritt oder ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes. Weitere Schritte, die in nächster Zeit, also auch mittelfristig, anstehen: Es werden für verschiedene Behälter werden Ersatzneubauten ausgeführt. Das Wasserwerk in Drakendorf wird um eine Enteisenungsstufe erweitert und einige Gemeinden nördlich von Jena werden an die Jenaer Wasserversorgung angeschlossen. Das sind wesentliche Punkte im Wasserversorgungskonzept und sollen bis 2030 umgesetzt werden.